Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Modern Skyblock 3. Ja, als erstes schauen wir nochmal bei den Bienchen vorbei. Wie es denen so geht, ob da alles in Ordnung ist. Ich habe jetzt auch, ja, zeige ich gleich. Erst die Bienchen machen. Bienchen und Blümchen. Dass das alles weiter sauber läuft. Schauen wir mal. Dann noch mal eine Drohne, die ähnlich ist. Nein. Egal. Da noch eine hin. Die läuft noch, die läuft noch. Alles gut. So, ich habe noch mal zwei weitere gebaut. Von den Capacitors. AV. Ihr seht auch, die sind schon ein bisschen voll. Denn ich habe mir irgendwas angeguckt. Und zwar, es gibt von Immersive noch so Barrel Tanks. Wenn wir unten sind, machen wir nochmal einen. Und den kann man einstellen, ob er rein oder aussaugt. Und das habe ich festgestellt, ist für den Dieselgenerator das Beste. Und vor allem, die verlieren die Flüssigkeit nicht. Das finde ich super. Also bauen wir da noch einen, weil ich hätte da noch eine Idee, wo noch einer gut sein könnte. So, dafür brauchen wir diese Iron Sheet Metals. Zuerst müssen wir da Half Slabs draus machen. Die kommen einmal oben hin und dann einmal unten drunter. Und dann habe ich einen Metal Barrel. Und ich finde den Tank weitaus schöner als den von Factory Tech. Wie gesagt, weil den kann man auch mal schnell wegklopfen und sagen, okay, alles klar. Ich möchte jetzt eigentlich, muss ich nur mal gucken. Ja, kann man auch einstellen. Ja, man kann jetzt sagen, das ist jetzt Input, Output oder No Connections. Also geht aber nur, soweit ich das gesehen habe, unten und oben. So, aber wir haben hier diesen wunderschönen Tank. So, und der kommt jetzt weg und das Ding kommt jetzt auch weg. Ich hoffe, dass das so überhaupt funktioniert. Probiert habe ich es noch nicht. Dann brauche ich jetzt eine Pipe. Die müsste ich aber, glaube ich, auch da haben. Hinten hätte ich noch welche. Genau. So, also der geht jetzt rein. Und unten müsste jetzt auch verbunden sein und geht raus. Jawohl. Ja, Output. So, und jetzt habe ich die Möglichkeit, hier meine ganze Lava dann zu speichern. Wenn ich jetzt dann nicht mehr will, ne, dann kann ich einfach zumachen. Und gut ist. Jawohl. So. Den Tank haben wir schon mal dann hierher verfrachtet. Dann hätte ich gesagt, von Factory Tech, ganze Zeug lassen wir jetzt mal hier. Und wir verabschieden uns nach hinten. Aber heute wollen wir wegen mit Pneumatikkraft rumeiern. Denn ich würde gerne die Druckluftkammer bauen. Das ist jetzt auch hier sozusagen einer der nächsten Schritte. Und zwar den Pressure Chamber. Müsste in Deutsch Druckkammer, glaube ich, heißen. Dafür schreibt er mir vor, 30 von den Walls und ein Pressure Chamber Valve zu bauen. So, dann gehen wir schon mal hier hin. Einen Air Compressor habe ich sogar schon. Und ich muss jetzt mir für das Valve brauche ich 8 Compressed Iron Ingots und einen Pressure Tube. Die haben wir noch da. So, und jetzt habe ich schon mal davon 16 Stück. Und die Pressure Chamber Wall bekomme ich jetzt auch 16 Stück. 1, 2. Habe ich schon mal 32. Und ich brauche ein Glas.
Das holen wir uns mal. Weil ich möchte auch Glasblöcke dafür haben. So, auch davon 16 Stück. Haben wir jetzt alles mal übrig. So. Dann muss ich jetzt noch gucken. Die Quest hat er ja schon abgeschlossen. Dann brauche ich Automating the Chamber, und zwar Pressure Chamber Interface. Davon brauche ich 2 Stück. Dafür brauche ich einen Hopper und eine Pressure Chamber Wall. Okay. Das ist jetzt das wenigste Problem. Das heißt, wir brauchen hier von 10 Stück. Zack. Zack. Und davon 2. Dann nehmen wir die raus. Dann die rein. Und ich habe die Wall. So. Und dann möchte ich das Ding bauen. Ich habe da jetzt schon mal ein bisschen schon vorgeplant. Hier wird dann der Raum hingebaut, dass ich dasselbe habe wie bei Immersive. Das heißt, ich kann hier auch mal was craften. Wird aber das meiste vor allem in dem Teil hier drin sein. So, 2, 4, 2, 4. Genau. So, das heißt, wir haben jetzt hier 5, 3, 4, 5. Das ist dasselbe. Ich vermute, das wird nicht ganz reichen, die ganzen Blöcke. Nee. Nur 1, 2, 3, 4 und 5. So, wir gehen wieder rein. Und machen uns noch welche. Beziehungsweise, ich schaue mal schnell hier. Ja, ich habe genügend Holz. So, dann machen wir uns jetzt einfach mal schnell 2 Crafting Stations. Dann habe ich die nämlich schon mal da drüben. Die klatsche ich jetzt einfach mal provisorisch an die Wand. Es kann auch sein, dass ich die jetzt gleich, dass ich das Ding jetzt erstmal gleich kleiner baue. Ja, werde ich auch machen. Ich glaube, 3x3 ist auch möglich. Wir werden jetzt erstmal gucken, was überhaupt möglich ist von den Blöcken her. Danke. So, weil größer geht immer. Also Ziel wird 5x5. Ah, kommst du erstmal dahin. Da kommt auch eine Fackel hin. Drei, klack, 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 3. So, dann haben wir hier auf jeden Fall, brauche ich hier ein Valve. Ich brauche hier eigentlich auch ein Valve. Dann wird 3x3 nicht reichen. Dann versuchen wir gleich 4x4. Und zwar nochmal Valve und Valve, das heißt, hier wird die Druckluft reinkommen, wenn möglich. Es kann sein, dass ich auch nach oben gehen muss, dann ja, müssen wir alles nochmal wegen umplanen, aber das werden wir dann alles sehen. So, und zwar dann gehen wir nach oben. Ups, ein Loch. Dann haben wir hier schon mal 4. Dann haben wir hier jetzt auch gleich, ups, das kann auch weg, haben wir auch hier 4. Nein, das ist schon mal, ist sogar schon mal richtig. Warum möchte ich das jetzt so machen? So, also auf jeden Fall, ich mache jetzt hier mal das da. Und ich mache dann auch hier erstmal Glas hin. Beziehungsweise nein, hier nicht. Aber ich brauche es trotzdem. Ich brauche die 16 Stück nochmal. Weil ich brauche ja auch noch ein Dach. So, dann gehe ich jetzt mal hin und sage jetzt, lass mich mal rein,
Ich ihn nehme so und dich nehme so. So, jetzt haben wir einmal eine graue Seite außen. Okay, brauche ich jetzt davon einen Wrench? Ah, weil er schreibt nämlich Input. Jetzt noch mal hin. Ist. Das ist egal, ob ich das jetzt von innen oder von außen setze. Dann muss ich jetzt mal schnell gucken, gucken, gucken. Wo bin ich bei Pneumatik? Und zwar, ich brauche einen Logistik-Configurator oder nein, einen Wrench. Pneumatik-Wrench. Dafür brauche ich einen Air-Kanister. Ah, und ich habe jetzt kein Compressed Iron mehr. Das ist jetzt natürlich doof. Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt mit dem. Der kann es auf jeden Fall nicht. So, jetzt machen wir erst einmal hier mit Glas zu. Ich lege mich erst mal hin. Bei Druckluft ist es eigentlich scheißegal, bin ich der Meinung. Der müsste auch oben seitlich reingehen. Ja, muss ich mal schnell. Weil ich glaube, das gibt es erst in der nächsten Version, oder in der nächsten Version, glaube ich, gibt es wieder ein Buch. Bin gerade leicht, ja, nicht verwirrt, aber ich sehe halt leider keins. Dam, 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 dam. Gibt es hier irgendwo ein Büchlein? Wenn es ein Büchlein geben würde, vermute ich, dass das auch die erste Quest wäre. Habe ich jetzt hier irgendwas falsch gemacht? Ich habe das. So, Pressure Chamber Interfaces can be used for automatic input or exam. Place one from the inside to be an output and one from the outside to be an input. Also das habe ich eigentlich gemacht. Ja, also ich bin eigentlich hingegangen. Ich habe eigentlich den hier. Machen wir das mal anders. Gehen wir mal wieder weg. So, und zwar, ich tue dich jetzt so hinmachen und dich so hinmachen. Ja, genau. 1 und 0. Oh, sehr schön. Okay, dann habe ich jetzt ja auf jeden Fall Pressure Chamber Walls noch. Und dann habe ich noch das Pressure Chamber Glass. Ja, aber das Ding hat noch keine. Hui. So, das heißt, wir schauen noch mal schnell die andere Quest an. Und zwar die hier. The pressure chamber is a multi-block set needs to be at least 3 by 3 by 3. Ja, aber 3 mal 3 mal 3, das ist natürlich. Es kann natürlich sein, dass dass die variablen Größen the size of can far from 3 to 3 to 3 to 5 to 5 to 5. Okay, also das heißt, wir machen jetzt wirklich erstmal ein 3x3. Mein Problem wird jetzt halt sein beim 3x3. Ich brauche dann jede Seite. Dann kann ich den hinteren vergessen, weil ich muss auch hinten hinkommen. Ihr werdet auch gleich verstehen, warum, dass ich das so machen will.
Wobei ich könnte eigentlich mir auch noch mal. Ach, wisst ihr was? Nein, wir lassen es. Wir machen das Ding gleich richtig groß. Weil ich dürfte eigentlich kein Eisenproblem haben. Okay, das heißt, ich brauche jetzt noch mal was Gunpowder. 5 Stück. Jetzt muss ich nur noch die Wolle finden. Irgendwo habe ich sie hingefeuert. Das ist Concrete. Wo habe ich denn die Welle? Hä? Gibt es das Rezept auch mit Wolle? Wie komme ich jetzt auf Wolle? Das letzte Mal Wolle verwendet? Ich weiß es nicht mehr. Ich nehme mal davon ein. Dann gib mir mal den Compressed. Das da schon mal da reinschmeißen, jetzt habe ich 9. Für mein TNT. Kommt dahin. Mein Stack kommt dahin. Dann kann ich dich aufräumen. Mein Feuerzeug holen. Dann kann ich mein Feuerzeug aufräumen. Compressed Iron Ingot. Jawohl. Ist zwar ein bisschen Verschwendung gewesen, weil du verlierst ja circa ein Viertel. 25%. So, wir brauchen auf jeden Fall aber davon noch mal welche. Also, das heißt jetzt, das geht weg. Probieren wir gleich eine 5x5 zu bauen. Ist meiner Meinung nach auch so intelligenter. So, okay. Also, das heißt jetzt, wir haben jetzt dann noch hier den. Dann haben wir jetzt dann auch hier 5x5. Dann haben wir hier oben 5x5. Bin mal gespannt, ob es dann geht oder nicht geht. Dann machen wir das gleich so. Und dann kommt jetzt meiner Meinung nach das Valve hier rein. Und ich mache jetzt gleich mal 3. Habe ich auch sowieso die Blöcke übrig. Okay, und dann ein Glas hin. Dasselbe auch hier. So, dann haben wir hier einen Eingang. Dann haben wir hier einen Ausgang. Und dann kommt hier ein Glas hin. Verdammt. Ist eigentlich die Frage. Muss ich mir mal schnell das Ding anschauen. Brauche jetzt noch
Bring mir jetzt nicht um. Nicht kein Klärglas, nämlich für den normales. Verschwende so viel, da kann ich auch jetzt ein bisschen von dem Glas verschwinden. Verschwenden. Ah. Dafür kann ich auch was brauchen. Ist egal. Gut. Also davon noch zwei. Da kommt jetzt hier noch mal eine Wall. Und es kommt ein Mega-Lag. Ich hoffe, dass er sich beruhigt und mir nicht Minecraft abschmiert. Wäre nicht gut. Hallo? Hallo? Wie ihr seht, seht ihr nichts. Ah! Hahaha! Das ist doch schon mal schön. Das Ding hat sich gebildet. Also wirklich 3x3 oder 5x5. Gut zu wissen. So. Dann hätte ich jetzt gesagt, ich bin gerade beim Überlegen, ob das vielleicht sogar nicht intelligent war, das so zu machen. Aber ich kann ja diese Wand auch verrutschen. Sieht ja keiner, wo die Wand da hinten ist. Der Raum ist 4, dann ist halt nur noch 3. Ja, weil ich habe ja diesen Chamber, also den Compressor. Und ich vermute mal, der muss so hin. Schauen wir mal schnell, wenn ich den anders. Ach ne, geht nicht. Gut. Ja, das ist jetzt sozusagen was, wo er so arbeitet. Für den Air Compressor. Air Compressor. Advanced Air Compressor. Ah, brauche ich die Advanced Pressure Tubes und die kann ich ja nicht so schnell bauen. Also, das heißt, ich brauche davon, brauche nochmal 2 Öfen und 2 Pressure Tubes. Ich glaube, Öfen habe ich mittlerweile irgendwo rumliegen. Jawohl. So, Pressure Tubes. Ja, mache ich mit. Vielleicht noch Glas. Aber mit dem wird es nicht gehen. Auch mal schnell. Klack, jawohl, haben wir nochmal 8. Muss halt nur auf. Ich muss vor allem bei dem Zeug jetzt dann aufpassen, weil da darf dann nichts schief laufen. Und ich brauche jetzt dann doch dann irgendwann noch den Pneumatic Wrench. Ich brauche Orange, ich brauche einen Lever und ich brauche den Air Canister. Dafür brauche ich 2 Redstone. Okay, holen wir mal schnell. Okay, dann brauche ich eine Farbe. Orange. Farben habe ich noch nicht herunten. Was dann eigentlich auch mal Zeit wird. Ich habe Gelb da. Ich habe Rot da. Dann verbinden wir das ganze Zeug. Dann haben wir jetzt Orange. Dann haben wir das auch. So, wenn ich sowieso schon neben dem Bett stehe, kann ich auch gleich mich mal hinlegen. Wir laufen wieder bei den Bienen vorbei. Da muss ich wirklich dran denken, dass ich die immer wieder durchlaufen lasse. Ich brauche Drohnen, Drohnen. Drohnen, Drohnen und Drohnen. Ich bin hier sogar beim Überlegen,
ob ich diese Drohne, die wo hier sozusagen, die wo jetzt da drin sind, ja, dass ich diese Diligent zu irgendwas anderem mache, zum Beispiel zur Industrie. Rural Queen, was macht die Rural? Die macht Wheaton. Ah, okay, das ist die Heubiene. So, Common und Cultivated. Ich weiß jetzt nicht, ob das sogar, ich muss das ob eine reine sein. Ich hätte mal gesagt. Nein, wir bauen jetzt erst den Ranch fertig und dann können wir uns doch mal schnell um die Bienen kümmern. Also, wir wollen ja jetzt haben diesen lustigen Ranch. Dann haben wir den Air Compressor. Ach, ich brauche Rot. Ja, klasse. Gut, dass ich Orange mitgenommen habe. Und kein Rot. Ja. Toll gemacht, Red. Toll. Wirklich super. Was mich wundert, ist, dass hier überhaupt keine Blumen entstehen. Hier ausgeschaltet? Ich habe keine Ahnung. Also ich kenne das noch von anderen Versionen. Da kannst du dich nicht mehr vor Blumen retten. So, also jetzt brauche ich dann. Na, nein, ich brauche natürlich Orange. Ich habe natürlich mir den falschen angeguckt. Yay! Jack Hans. Das ist der Logistikkonfigurator. Und das ist der Pneumatik Wrench. Ich brauche mal schnell noch ein Kabel. Brauche nämlich noch ein Lever. Komm, ich mache mir gleich mal zwei. Ich weiß jetzt halt nicht, ob es Sinn macht, beide zu machen. So, klack. Dann haben wir den. Krieg ich noch mal einen hin? Na ja, nein, weil ich keinen Redstone habe. Aha. Ich mache jetzt halt einfach mal beide. Doch egal. So, also kommst du dahin. Dann hole ich jetzt die rote Farbe, dass ich die Blume nicht umsonst geopfert habe. Dann haben wir jetzt auch noch den da. So. Vermute mal, die werden beide gerade nicht gehen, weil sie beide bestimmt geladen werden müssen. So, was brauche ich, um das Druckluftrad zu bauen? Das Pressure Gauge in Manometer. So, was sagt jetzt meine Quest? Meine Quest sagt zu mir, ich soll jetzt noch den Liquid Compressor bauen. Liquid Compressor kostet mich 2 Leder, ein Air Compressor, die wollte ich sowieso noch 2 bauen, also bauen wir 3. Dann heißt es aber, ich brauche noch mal 8 Kabel. Und ich muss jetzt halt gucken, ob mir, nee, ha, kann ich vergessen, weil ich so viel Compressed Iron gar nicht habe.
Ah, Mist. Ich habe jetzt kein Leder da. Weißt, ich muss noch mal nach vorne fetzen. Habe ich leider. Dann brauche ich erstmal Zombiefleisch. Ich muss mich auch mal demnächst noch mal um Botania kümmern, weil ich brauche noch die restlichen Runen, dass wir den nächsten Mod auch da freischalten. Ja, ich weiß, ich bin gerade aber auf dem Weg zu meinen Mods, vor allem die, wo ich richtig gut kenne mit Mechanismen. Wobei ich glaube, auch in der 1.12 sich bei Mechanismen noch einiges geändert hat. Aber das wäre halt nicht schlecht, ne, wenn ich jetzt dann da halt eine vernünftige Basis schon mal hab, dass ich Strom hab, dass ich dann auch die ersten Kabel verlegen kann. Und zwar so, wie es ich möchte und nicht irgendwo frei in der Welt rumschwebend. Wollte hierhin. Das heißt, du brauchst den da. Ich brauche. Nein, ich habe den noch nicht gebaut. Wollte ihn bauen. Machen wir erstmal nur einen. Dann machen wir dich. So, dann haben wir jetzt den Liquid Compressor. Dann haben wir dich jetzt auch. So. Gibt es da auch Rezepte dafür? Information. The machine can generate compressing air used by to see every possible fuel on the available fuels tab. LPG, Gasoline klingt gut, weil Gasoline ist doch das, was ich da drüben zu viel habe, oder? Jawohl. Das war nämlich auch meine Intuition, dass ich sage, okay, wir hauen das dann da rein. Redstone disallows this machine to function. Upgrades, enable on. Muss halt nur aufpassen, nicht dass mir dann irgendwas um die Ohren fliegt. Produzierst es du? Ja, der produziert sofort. Der produziert gar nichts. Ja. Kann man sich auch Monster züchten? Ja, clever. Nicht gut. Auch nicht gut. Ruhe. Die Luft muss natürlich drin bleiben, nicht draußen. So, wir brauchen noch mal einen Hopper. Weil ich brauche irgendwas für rein. Und die Kiste auf jeden Fall voraus. Jetzt muss ich mal gucken.
Interface Status Filter. Da kann ich filtern. Interface Status Expert Mode. No Problems. Upgrades. Redstone Behavior. Nein. Also, das heißt, du müsstest da eigentlich der Eingang sein. Und du müsstest eigentlich der Ausgang sein. So, und wir schauen jetzt mal. Bar. Bar. Pressure. Also viel ist was anders. So, wenn ich jetzt ein Eisen herstellen will. Pressure Chamber, dafür brauche ich 2 Bar. Ah, okay, wir sind jetzt schon bei 0,09 Bar. 0,1 Bar. Ich hoffe, dass ich das jetzt auch so richtig gemacht habe. Wie gesagt, ich muss das verschließen. Ich weiß jetzt halt nicht, ob es da auch Stöpsel gibt. Ich bräuchte dann eigentlich als nächstes die wo lade ich dich? Achso, Pressure, 10 Bar. Jetzt bestimmt eine Ladestation für die Dinger. Security Station. Warning. Achso, ja, das ist mir klar. Ah, da steht's auch. Beim 3x3 kann man den. Ah, da sieht man was. Wir sind bei 490.000 Mikroliter, keine Ahnung. Auf jeden Fall, der Druck ist sehr gering. Das heißt, den Druck müssen wir jetzt systematisch aufbauen. Wie gesagt, ich wäre jetzt eigentlich dafür, dass man davon viel mehr von den Teilen dahin baut. Wie gesagt, normalerweise hätte ich in die falsche Richtung latschen. Verlang. Normalerweise hätte ich von denen gerne 3. Und von denen gerne 3, aber dafür brauche ich erstmal Compressed Iron Ingots. Haben wir noch irgendwas? Eine Vakuumpumpe. Ein Doorbase. Eine Luftkanone. Assembly Laser. Ja, das, da kommen wir überall noch hin. Der Flux Compressor. Advanced Liquid. Ja, aber davon brauchen wir erstmal Pure Plastic und bla. Also bevor wir da hinkommen. So, was hat er denn eigentlich noch? Hat er eigentlich das Werkzeug auch dort stehen? Und das da wird auf jeden Fall auch noch witzig. Miniaturisierung, weil ich möchte natürlich nicht die Plattform extrem groß bauen, sondern es kann dann sein, dass dann irgendwann Pneumatic Craft sozusagen einfach nur noch in einem Würfel drin ist. Das werden wir dann sehen, wie wir da weiter voranschreiten. Pressure to heat in Vortex Tubes. The Vortex Tube uses pressure to make one side really hot and the other really cold. Vortex Tube. Vortex, Vortex, Vortex.
Sehe ich den oder sehe ich den nicht? Also. Das könnten wir auch noch. Das kriegen wir auch noch hin. Den bauen wir auch noch. Halt mal alle drei. Dann macht es vielleicht sogar Sinn, dass ich dann nochmal irgendwann den umbaue und vielleicht sogar hinten nochmal dann drei Pressure mit reinmache und den mal nach vorne ziehe. Ah, aber man sieht da drin 0,25 Bar. Hurra! So, den Vortex Cube. Ist das schön. Wenn ich 2 Bar habe, ist es kein Problem. Dann kann ich mir von dem Zeugs da noch ein bisschen was machen. Aber ich brauche es halt erstmal, weil ich brauche, na genau, kreativ, das hätte ich gern, aber das kriege ich nicht. Ich brauche den Vortex. Was bist denn du eigentlich? Plastikmixer. Elektrostatischer Kompressor. Universalsensor. Da gibt es schon interessante Sachen. Der Vortex. Ich brauche nämlich 5 Stück und für den brauche ich 2. Ich habe 6. Schön, ne? Wieder ich. So, also, das heißt, wir machen das jetzt auf jeden Fall mal so. Dann habe ich jetzt da meine. Ja, wobei ich könnte dann den Vortex dann anders aufbauen soll. Das heißt, du kommst jetzt dahin. Du kommst so hin. Richtig? Vortex. Nein, du kommst nach oben. Okay. So, und du kommst dann dahin. Was ich jetzt nicht weiß, ist, wenn ich jetzt da 5 Stück reinmache. Schweben die jetzt da drin rum? Bin erst bei 0,34 Bar, also bis ich da bei 2 Bar bin. Ja, da vergeht noch eine Zeit. Nee, ich muss wirklich warten, bis der soweit ist. Ist natürlich jetzt total super gelaufen. Hätte ich das Glas noch nicht gemacht. Schwachsinn. So, nein, also wir lassen da auf jeden Fall mal das aufbauen. Und dann hätte ich mal gesagt, machen wir jetzt was anders. Und zwar, ich will auf jeden Fall nochmal eine Diligent haben. Was machen wir alles aus der Cultivated? Kriege ich eventuell nämlich diese Biene hin, die wo ich brauche. Das ist Edge Magic Bees. Und zwar die hier. Das heißt, ich brauche die Supernatural. Für die Supernatural brauche ich die Charmed und die Enchanted. Die Charmed brauche ich die Cultivated und die Eldritch. Eine Cultivated brauche ich, genau. So. Da habe ich noch eine Pristine. Noch eine Pristine. Noch eine Pristine. Ich werde jetzt auf jeden Fall massiv Material und Strom brauchen. Strom erzeugen könnte ich jetzt da drüben. So, also wenn ich jetzt nehme, die Meadows und die verbinde mit der
kamen. Kommt was raus? Da kommt eine Cultivated raus. Drauf, die brauche ich. So, dann ist mir erst mal, Entschuldigung, dass ich das so undeutlich sage, die scheißegal, die soll einfach laufen. Ich habe jetzt vier Möglichkeiten, dass die klar wird. Dann hätte ich gesagt, ich lasse dich sogar da drin laufen. So. Noch eine Drohne habe ich. So, ich habe eine Cultivated. So, wir wollen auf jeden Fall zu der dahin. Cultivated und die Eldritch. Die Eldritch brauche ich, Mystical und eine Cultivated. Schauen wir mal, ob man das noch. Fresse ich jetzt noch, versuche ich noch reinzufressen. Das wäre super, wenn das alles gehen geht. So, das heißt, ich bräuchte noch eine Mystical. Wenn es jetzt natürlich ganz toll läuft, habe ich keine. Beziehungsweise, es wird ganz toll laufen. Weil ich glaube, die Mystical kriege ich, glaube ich, die Eldritch, die Mystical. Doch, die Mystical. Da, Mystical Drohnen habe ich auf jeden Fall. Habe ich davon auch eine Hauptbiene oder nicht? Ich glaube nicht. Gut. Dann habe ich ja dafür die Drohnen. Das ist ja das Wichtige. Da züchtet man ja. Wie gesagt, irgendwann werden da sehr viele von diesen Körbchen stehen, die dann einfach nur noch hingehen, um die Drohnen zu produzieren. So, das heißt also, wenn ich jetzt die Mystical nehme. Ich brauche die Eldritch, war das, ne? Und die Cultivate. Nee, geht nicht. Was? Nochmal. Die Mystical und die Cultivated. Ah, es geht auch eine Sorceress, eine An. Okay. Das geht auch. Die müsste ich haben. Hätte mal alles lesen sollen. Davon habe ich eine. Sorceress habe ich zwei. Das ist eine Ignoble. Die andere auch eine Ignoble. Natürlich nicht so prickelnd. Bin jetzt nur gerade noch mal verwirrt. Sekunde. Versuche mich zu entwirren. Die Eldritch ist, ja, ich brauche eine Mystical und ist, und am besten auch noch eine Pristine. Dann wird es ganz witzig, weil davon habe ich nämlich jetzt gerade.
nochmal. Ich brauche die Mystical, Sorceress, Unusual oder Attuned. Also ich kann es mal probieren. Die Sorceress. Ja, ich kann mich hinlegen. Ich höre zwar ein Skelett, das wohl mal wieder irgendwo rumsteckt. Aber wenn ich jetzt natürlich eine Pristine brauche, dann wird es witzig. Dann muss ich nämlich unten noch mehr Bienen züchten. So, Sorceress. Und eine Cultivated. Und ich bekomme die Eldritch. Dann machen wir die. Das ist mir jetzt dann egal. So, dann haben wir doch die Eldritch Queen. Es wäre eigentlich cooler. Das kann ich auch machen. Ich kann die einfach hier rein verfrachten. Und die verfrachte ich dann raus. Kann die Eldritch nämlich auch schon mal arbeiten. Sind schon wieder zwei da. Das ist total nervig. Wenn man zu lange an einer Stelle ist, dann nerven die brutal. Okay. Du arbeitest oder du arbeitest nicht? Ich sehe sie, glaube ich, arbeiten. Genau. So, dann kann die nämlich jetzt dann erstmal sauber laufen. Ja. Wir haben hier einen Vorteil, sehe ich gerade. Ich habe jetzt nämlich eine auf jeden Fall bekommen, die wo genau dieselben Sachen hat wie die. Die soll laufen. Die Energie werden wir so herstellen. Cultivated Queen. Ach, das ist eine Queen. Darum geht's nicht. Brauche eine Princess. Das heißt, wenn die jetzt durchgelaufen ist, habe ich hier eine Princess. Dann lasse ich die laufen. Ja. Sehr schön. Weil ich ja immer Princess brauche. Also ich muss die auf jeden Fall immer durchlaufen lassen. Verschamt. Cultivated in the Eldritch. Das heißt, die da. Das heißt, ich kann es jetzt dann auch erstmal da durchlaufen lassen. Bis die sich soweit gefangen hat. Also bis da ich auch genügend Drohnen habe, dass ich sie hier laufen lassen kann. Wobei ist egal. So, und du kommst jetzt da rein. Und ich merke gerade zum ersten Mal, dass ich ein bisschen Comps bekomme. Oh, meinen ersten Stringy. So. Dann schmeiß ich die nämlich noch schnell da rein. Zuerst den einzelnen. Der geht jetzt erst mal von da nach da. Da läuft er dann durch. Meistens zweimal.
Schauen wir mal, was wir rauskriegen. Populis. Ein Honey. Astringy kommt. Mit Silky. Auch Silky. Soweit ich das weiß. Ich brauche ja Silky Propolis. Aber das lasse ich dann eventuell die Dschungelbiene dann machen. So, aber ich kann jetzt noch schnell eine Kiste nehmen. Ja, ich muss vor allem aufpassen. Und hier immer vorbeigucken. 0,94 Bar. Also wir sind immer noch von 2 Bar einigermaßen weg. Ich habe nämlich noch keinen Überdruck da, damit, also ich glaube nach 5 Bar wird es interessant. Bin mal gespannt. So. Das lasse ich auf jeden Fall mal Richtung 2 Bar laufen. Wir schauen da nochmal schnell raus. Okay, also die da ist auf jeden Fall wichtig und interessant. Ja, da haben wir auch wieder eine. So, dann nehme ich dich mal schnell raus und schmeiß dich mal hier rein. So, die ist auch durch. Dann können wir die auch neu starten. Da ist gar nichts mehr drin. Klar, die habe ich auch gerade raus. So, dann kommst du wieder rein. Ja, also die Forest. Die ist die erste, die wohl schon den Stack voll hat. Ich glaube, die Matters hat aber auch schon einen. Bin mir nicht sicher. Zack. Zack. Ich hoffe nur, dass ich da zwei Drohnen rauskriege. Es gibt ja auch genügend Bienen, die wohl dann nur noch einen Nachkommen haben. Da wäre ich jetzt nicht so begeistert. Wie viel haben wir? 55. Aha, anderes Becken, okay. Wahnsinn. So, das heißt, ich mache mal hier eine neue Kiste. Weil die 83 und die 64, die kann ich da gleich reinschmeißen. Beziehungsweise 43 können dahin. Bist du eine reine Meadows? Ja. Du auch. Gut. Kommt die dahin? Dann bist du eine reine Forestry. Und du bist Mystical Drone. Du bist auch eine reine Biene. Jawohl. So, jetzt habe ich eine Eldritch Princess. Ich verfrachte dich wieder rein. So, und du kommst ins Bienenhaus. Du sollst automatisch, kann ich sowieso momentan noch nichts, noch nicht viel machen. Aber ich habe jetzt noch eine Eldritch übrig. Und mit der Eldritch kann ich jetzt dann was machen? Eine Charmed mit einer Cultivated zusammen. Habe ich die jetzt? Wo habe ich die jetzt hin?
Hatte ich nicht noch gerade noch eine Cultivated? Habe ich da nicht noch eine Cultivated? Ah, die ist da. Ich kann jetzt eine Charmed oder eine Esoterik. Ne? Wir wollen die Charmed haben. So, die ist pristine. Also die ist. Da kann die erstmal sauber durchlaufen. Wir haben die Charmed. Die Supernatural brauchen wir auch noch. Das heißt also, ich muss jetzt nochmal eine Charmed produzieren. Oder eine Eldritch produzieren. Eins von beiden. Dass, wenn die durch ist, sozusagen ich dann eine. Eine zweite Charmed hab und aus der zweiten Charmed dann mit eine Enchanted mach mit einer Eldritch oder andersrum und dann da draus die Supernatural machen. Ja, wobei ich bräuchte davon auch zwei, weil ich will ja auch die Charmed durchlaufen lassen. Was kriege ich eigentlich von der Charmed raus? Was Charmantes hoffentlich. Other World Cop. Da kriege ich Magic Wax raus. Das ist, glaube ich, was wir noch brauchen. So. Und wir haben schon die erste Biene gefunden. Schaut mal, die nachts arbeitet. Supi. Das ist gut zu wissen. Das heißt, damit machen wir beim nächsten Mal dann weiter. Wir sind schon mal froh, dass wir unseren kleinen Kompressor hier haben. Mal wieder live dabei beim Bild führen. Thumbnail. So, und wir sind jetzt bei 1,24 Bar. Das ist doch schon mal was Schönes. Und Gasoline geht nicht so schnell, geht nicht so viel drauf wie Kohle. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, was der jetzt verbraucht, da haben wir jetzt gerade mal 218 verbraten und der produziert gerade 1,28 Bar. Und dann haben wir das Ding hier, der ist bei, ja, okay, die sind, naja, die sind jetzt in der Pipe bei 1,29 Bar. Siehst du auch dort, was du produzierst? Leider nein. Auf jeden Fall brauche ich größere Räumlichkeiten, wenn ich das Ding da anschließe. Außer wenn ich dann irgendwann mal sage, nee. Ich mache nur zwei Eingänge pro Seite. Ja, ich muss ja dran denken, ich muss die Dinger unter Redstone setzen. Außer ich setze die auf Redstone-Blöcke. Oder ich schalte es ab. Ah, kann man auch abschalten, okay. Okay, dann lassen wir den jetzt schön brav nach oben treiben. Wir freuen uns, legen uns ins Bettchen. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, wie immer in die Kommentare und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.